Ja, hallo. Steuererklärung, ein total ungeliebtes Thema. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ihr alle da seid und mir lauscht. Den Vortrag hätte ich schon vor 5 Jahren halten wollen, aber jetzt ist endlich die Gelegenheit gekommen. Ich hoffe, es ist noch alles einigermaßen aktuell. Wir gehen mal ganz weit zurück in die Geschichte. 2007, da gab es mal so eine Meldung. Damals war gerade Staatstrojaner ein großes Thema. Ist irgendwie auch gerade nicht so Thema, obwohl es immer noch aktuell ist. Das war also allen präsent. Und dann kam da diese Meldung, ja, wie kommen denn jetzt aber die Staatstrojaner auf die Rechner drauf? Und dann hieß es ja über Elster. Weil ja Elster so eine Software ist, die alle Unternehmer installieren müssen, um ihre Steuererklärung zu übermitteln. Diese Pflicht wurde 2005 eingeführt. War also alles noch sehr präsent und nah. Und also die Wogen schlugen hoch. Wie kann das sein? Ist denn das erlaubt? Und das ist doch eine Frechheit und so. Und dann stellte sich heraus, war also ein Aprilscherz. Und habe ich mir gedacht, warum eigentlich? Woher weiß man das? Beispiel 10 Jahre später gab es sowas im echten Leben. Da gab es so eine Verschlüsselungssoftware. Die wurde dann NotPetya genannt. Und die hatte halt auf Rechnern einfach Dateien verschlüsselt und gelöscht. Und zwar von den Benutzern einer bestimmten Buchhaltungssoftware im eDoc. Und da wurde die über die Updates eingespielt und dann hatten das alle. Ist doch jetzt nicht so sehr viel anders als Elster, oder? Gut. Also wenn wir uns weiter über Elster unterhalten wollen, schauen wir uns mal an, was dieses Elster-System genau umfasst. Also Elster, elektronische Steuererklärung, ich schreibe es nochmal hin. Dann haben wir das alle. Dann gab es also so verschiedene Komponenten. Zuerst gab es Elster-Formular, glaube ich, bis 2020. Das war ein Java-Programm, musste man sich auf dem eigenen Rechner installieren, um die Steuererklärung abliefern zu können. Und da ging es aber schon los. Da konnte man nicht das OpenGDK verwenden, das freie, sondern nur das von Oracle. Und dieses Java-Programm, soweit ich das einschätze, hatte das auch vollen Lese- und Schreibzugriff auf den Steuerzahlercomputer, hätte da also auch irgendwelche Sachen ändern können. War aber schon verpflichtend und fanden irgendwie alle okay. Und 2020 hat sich dann vielleicht rumgesprochen, dass doch nicht okay ist und dann wird das eingestellt. Dann gab es eine andere Schnittstelle, die hieß Koala. Das war einfach eine XML-Schnittstelle. Da hat man also an einen Server so XML-Daten geschickt und dann hat er die ausgewertet und man brauchte dann für seinen eigenen Rechner eine Software, die diese Daten übermittelt. Und die gab es auch als freie Software. Da gab es TextBird oder dann später hieß es Geierlein. Und dadurch, dass es so eine Programmierschnittstelle war, war es also auch möglich, das an eine Buchhaltungssoftware anzubinden. Konnte man also theoretisch komfortabel von seiner Buchhaltungssoftware aus die Steuererklärung ausfüllen. Aber dann kamen die großen Abos. Man konnte damit nicht alle Arten von Steuererklärungen machen. Man konnte gar keine Jahressteuererklärung machen. Man konnte also nur diese monatliche oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung machen. Jo. Meiner Meinung nach war das die richtige Lösung. Und die haben sie aber eingestellt 2019. Okay. Dann kommen wir zu der Software, die heute wahrscheinlich am meisten, na nicht am meisten, aber naja, mache keine Schätzung. Die wird jedenfalls eingesetzt. So. Eric heißt Elster Rich Client. Das ist der, soweit ich weiß, heute noch einzige Weg, um direkt von der Buchhaltungssoftware aus seine Steuererklärung abzusenden. Und da kriegt man so eine DLL auf den Rechner und die hat dann auch vollen Schreibzugriff auf den Steuerzahlercomputer. Und ist eine Blackbox, man darf da nicht reingucken und muss vertrauen, dass sie das Richtige macht. Und gibt es für Windows und Mac. Ich habe gehört, gibt es wohl auch für Linux, aber ich weiß nicht, ob das wirklich bedeutet, dass das ein Linux-Library ist oder ob damit nur gemeint ist, dass man das unter Wine laufen lassen kann, weil da gibt es viele Leute, die gesagt haben, es wäre ihnen gelungen, dieses Windows-Eric unter Wine zum Laufen zu bringen. Hatte ich irgendwie nie den Ehrgeiz, das selber zum Laufen zu bringen, kann ich nicht so viel dazu sagen. So, dann gibt es jetzt mein Elster, das macht man im Browser. Das soll dann also auf möglichst vielen Plattformen laufen.
aber wenn ihr das mal aufmacht bei Elster, Systemanforderungen, da steht dann, naja, getestet haben sie es nur auf bestimmten Windows-Versionen und nur auf bestimmten Browser-Versionen. Und wenn man die nicht hat, dann muss man zusehen, ob es klappt oder nicht. Und diese Lösung braucht auf jeden Fall JavaScript. So, nun kenne ich viele Leute, die mit JavaScript gar kein Problem haben. Das ist ja modern, nicht? Und das ist doch toll. Und da kann doch der Webseitenprogrammierer alles auf dem Browser machen des Benutzers. Ich fühle mich da nicht so wohl, wenn das Finanzamt in meinem Browser seinen ungeprüften Code laufen lassen will. Und ich bin ja ein bisschen paranoid. Und ich denke mir, Mensch, da kann das Finanzamt jetzt kontrollieren, welche Zahlen ich eintippe und dann wieder korrigiere, durch andere Zahlen ersetze oder woanders hin verschiebe und gucke, was ich im Formular ändere. Oder dieses Formular könnte dann auch gucken, ob ich die Zahlen eingefügt habe oder eingetippt. Oder halt wie oft geändert. Könnte man irgendwelche Scores machen, ja. Und nach 5-mal geändert, rutscht man gleich in der Prioritätenliste nach oben für die nächste Steuerprüfung. Ich will keinen auf Ideen bringen, aber das wäre machbar, ne? Das Finanzamt könnte auch gucken, ob man von den Bahamas aus die Steuererklärung macht oder von zu Hause Geoposition ermitteln, wobei das natürlich ohne JavaScript auch gehen würde. Okay, mit JavaScript könnte auch dieses Formular Daten auch irgendwo anders hinschicken, auf andere Webseiten, vielleicht auch unverschlüsselt. Könnte meinen Rechner auch benutzen, um Bitcoins zu minen. An der Stelle habe ich mir gedacht, ein Ziel von Elster soll ja sein, Steuergelder sinnvoll einzusetzen, sparsam einzusetzen, ja. Und das wäre eigentlich clever, wenn dann das Finanzamt auf dem Rechner vom Steuerzahler gleich noch Bitcoins meint, können sie gleich noch ein bisschen das Blattsäckel aufbessern. Aber ich will keinen auf Ideen bringen, ne? So. Man könnte noch mehr Unfug machen, Fake-Fenster für Passworteingaben öffnen oder halt kleine Programmierfehler unterbringen, die noch Hintertüren für andere Leute öffnen. Und das waren ja bloß die Sachen, die mit JavaScript vorgesehen sind, aber wir wissen natürlich auch seit 2018, dass man diese Hardwarefehler Meltdown und Spectre ausnutzen konnte, um dann allein aus JavaScript aus dem Browser heraus dann noch weiter auf dem Rechner rumzuspionieren, also Passwörter ausspionieren oder irgend sowas. Und dieser Albtraum ist ja nicht zu Ende. Das kommen ja jetzt jedes Jahr wieder Leute um die Ecke und sagen, wir haben diese Angriffe nochmal verfeinert und können die jetzt trotz der Gegenmaßnahmen wieder ausführen. Gut, was sagt denn da die MeinElster Datenschutzerklärung zum Thema JavaScript? In unserem Informationsangebot werden aktive Komponenten wie JavaScript verwendet. Dabei handelt es sich um eine dynamische Skriptsprache, die der Funktion unserer Webseiten und Webservices dient. Diese Funktionen können in den Einstellungen Ihres Internetbrowsers deaktiviert werden. Dies kann jedoch zur Einschränkung bei der Benutzung führen. Welche Funktionen funktionieren dann zum Beispiel nicht mehr? Der Login zum Beispiel. Okay, soviel dazu. Gut, wie ist denn das andersrum, wenn ich jetzt dem Finanzamt was schicke? Da gibt es ja auch eine Webseite, wo sie erklären, ja, wenn sie uns schon unbedingt Sachen schicken wollen, Word-Dateien, na gut, aber bitte nicht mit eingebetteten Visual Basic-Programmen. Also die wissen schon, dass das nicht gut ist, wenn man irgendwo Code in Dokumenten mitschickt. Also ich darf denen sowas nicht schicken, aber wenn ich da das nutzen will, dann muss ich das akzeptieren. Okay, habe ich verstanden. Können die das beim Finanzamt vielleicht nicht ohne JavaScript? Na doch, eigentlich schon. Na, dieses Koala, das ging ja ohne JavaScript. Und dieses, es gibt ein Elster-Forum, da können sich Steuerzahler untereinander austauschen über Elster. Das geht auch ohne JavaScript oder ging zumindest, als ich das letzte Mal reingeschaut habe. Dann hatten wir jetzt vor einem Jahr, ja, haben alle Grundsteuererklärungen nochmal ausgefüllt. Wenn man dort ein einfacher Fall war, also nur ein kleines Haus hatte zum Vermieten, dann gab es da eine vereinfachte Grundsteuererklärung. Die ging auch ohne JavaScript. Wenn man nicht der Glückliche war, so ein kleines Haus nur zu haben, dann musste man das über das normale Elster einreichen.
Und was vielleicht auch kaum noch bekannt war, vor 10 Jahren, als ich, habe ich vielleicht noch nicht gesagt, ich bin Freiberufler, mich betrifft das also seit 10 Jahren. Ich muss da also auch immer dieses Elster verwenden, laut Finanzamt. Und damals, als ich angefangen habe, die ersten Formulare waren online. Und zwar sah das so aus, dass ich da eine Webseite hatte, da konnte ich das eintippen. Das war ohne JavaScript und konnte ich das abschicken und konnte mir die eingetragenen Daten herunterladen als XML und ich konnte es mir ausdrucken. Und ich musste es am Ende auch ausdrucken, weil ich das nur ausgedruckt und unterschrieben abgeben durfte. So sah das damals noch aus mit der elektronischen Unterstützung der digitalen Steuererklärung. Okay. Na gut, was machen wir denn jetzt, wenn das Elster bei mir nicht funktioniert? Dann kann ich bei der Hotline anrufen, der offiziellen. Da gibt es sogar 2. In Sachsen-Anhalt kann ich die von Sachsen-Anhalt anrufen oder anschreiben, ich weiß gar nicht. Und die vom Bund. Und dann ist die erste Frage, haben Sie denn die richtige Browserversion? Na, weil wenn nicht, dann können wir Ihnen nicht helfen. Okay. Und wenn da jetzt was nicht funktioniert, kann ich da irgendwo einen Fehlerbericht absetzen? Nee, gibt keinen öffentlichen Bugtracker. Na, und wenn ich dann die nicht abgeben kann, die Steuererklärung oder nur auf Papier, na, dann verhängt das Finanzamt Verspätungszuschläge, nennen Sie das. Und wenn Sie ganz gemein sind, dann gucken Sie gar nicht auf das Papier drauf und schätzen dann einfach die Einnahmen und berechnen danach die Steuern. Dann muss man danach Widerspruch einlegen. Widersprüche muss man im deutschen Beamtenwesen immer auf Papier einreichen, ne? Also da kann man dann seine Sachen doch wieder auf Papier einreichen. Es sei denn, man fällt unter die Härtefallregelung, also da gibt es im Wesentlichen 2 Kriterien, man ist zu blöd oder man ist zu arm, um sich die Technik leisten zu können. Der Fall Elster ist kaputt, wird leider nicht als Härtefall angesehen. Weiß ich nicht. Ja, bitte? Ja, jetzt kommt das Mikro. Ich kann die Frage auch wiederholen. Die Frage war, wie ist zu doof definiert? Ich habe die Definition jetzt nicht im Kopf, aber zu doof trifft es ganz gut. Also, naja, wenn man irgendwie nicht in der Lage ist, das selbst zu machen. Ich weiß nicht, ob damit schon mal jemand durchgekommen ist. Also, könnte man mal fragen. So, aber ganz großartig, die Benutzer dürfen sich gegenseitig helfen in dem Elster-Forum. Das finde ich also auch ganz großartig. Das Finanzamt sagt, hier habt ihr diese Software, werdet glücklich damit. Unsere Hotline kann bloß, lesen Sie die Systemanforderungen. Und für richtige Hilfe gehen Sie in das Forum und da helfen die sich gegenseitig und da schlagen dann frustrierte Benutzer auf und sagen, das funktioniert bei mir alles nicht. Und da sagen die anderen, wir sind auch keine Finanzbeamte, wir versuchen das auch noch rauszukriegen. Wir haben auch gesehen, jetzt ist gerade eine neue Software rausgekommen, wir müssen da erstmal selber mit klarkommen und dann, sorry. Und dann ist also dieses Zeitfenster Anfang des Jahres, könnte man ja im Prinzip mit der Steuererklärung anfangen, aber dann kommt ja erstmal langsam die Steuersoftware-Version raus und dann kommen die Leute erstmal langsam mit klar und dann rückt dann Ende Mai als Termin langsam näher und jetzt ist, glaube ich, Ende Juli. Also so groß ist das Zeitfenster gar nicht, wo man da tatsächlich Steuererklärung machen kann. Und dann gab es auch einen kleinen Datenreichtum im August 2020 bei diesem Forum. Das heißt, wenn man sich da angemeldet hatte, dann hatten auch andere Leute auf einmal die Stammdaten von seinem Konto auf dem Elster Forum. Gut. Wie ist denn das jetzt überhaupt rechtlich geregelt? Ich bin ja manchmal so Hobbyjurist. Was steht denn jetzt zum Beispiel im Umsatzsteuergesetz drin? Da steht: Der Steuerzahler hat eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz durch Datenfernübertragung zu übermitteln. Ich als einfacher Diplom-Informatiker lese da, dass irgendwie definiert wird in der Schnittstelle, also wie ist der Datensatz aufgebaut, hier ist Datensatz für Umsatzsteuererklärung und dann ist das erste Feld Umsatz und eingenommene Umsatz, eingenommene Steuer und schon wieder ausgegebenes Geld und ausgegebene Steuer, ja, das irgendwie so aufgebaut ist, so stelle ich mir das vor. Und das Finanzamt versteht da was anderes. Das versteht, ihr benutzt Elster.
Und aber wenn das der Gesetzgeber gemeint hätte, hätte er vielleicht doch eher geschrieben, die Finanzbehörden werden ermächtigt, eine Verordnung zu erlassen, die dem Steuerzahler Vorgaben hinsichtlich bestimmter zu benutzender Computerprogramme zur elektronischen Einreichung von Steuererklärungen macht. Oder irgendwie so hätten sie das formuliert, ja. Aber sie haben das ganz offen formuliert. Und das muss vom Finanzamt ja irgendwie grundrechtskonform implementiert werden. Also das Gesetz ist technikneutral formuliert und das muss auch so sein. Also in einem Gesetz darf nicht drin stehen, ihr müsst Windows verwenden oder ihr müsst Mac verwenden. Und es darf eben auch kein Finanzamt durch die Hintertür eine Windows-Pflicht draus machen, indem es eben nur auf Windows funktioniert. Ja. Gut. Für die Nicht-Techniker habe ich das nochmal versucht zu übersetzen mit diesem Eric oder dem JavaScript in dem Mein Elster. Normalerweise sind wir es gewohnt, dass wir zu Hause auf Papier diese Steuererklärung ausfüllen und dann werfen wir die beim Finanzamt ein oder schicken einen Brief hin. So, das ist die einzige Schnittstelle. Und aber was das Finanzamt jetzt eigentlich von uns verlangt, wenn man das Elektronische wieder in das Analoge zurück übersetzt, die verlangt, dass der Finanzbeamte zu mir nach Hause kommt. Der guckt mir beim Ausfüllen des Formulars zu. Der guckt, wo ich die Aktenordner heranhole und der tippt immer was in sein Handy rein. Und wenn ich gucke, was der da tippt, dann zieht das schnell weg. Und am Ende muss ich dem das mitgeben und der nimmt das mit zum Finanzamt. Ja, so ungefähr ist das, wie das jetzt gerade implementiert ist. Und meiner Meinung nach widerspricht das der Datenschutzgrundverordnung, weil dort verlangt wird, dass immer Datensparsamkeit angestrebt werden muss. Also so wenig wie möglich Daten müssen erhoben werden, die für den Zweck erforderlich sind. So, und was bei Elster auch verpasst wurde, so eine Datenschutzfolgenabschätzung zu erstellen. Datenschutzfolgenabschätzung ist etwas, was mit der Datenschutzgrundverordnung gekommen ist. Wann immer man ein großes Datensammelprojekt startet, muss man sich einmal Gedanken machen, ob das nötig ist und wie man das umsetzt. Und dann muss man so eine Datenschutzfolgenabschätzung schreiben. Wurde für Elster bislang nicht gemacht. Okay. Ich habe also mal an verschiedene Behörden verschiedene Anfragen gestellt und andere haben das auch gemacht. Und ich gehe mal so ein paar Anfragen durch. Also Informationsfreiheitsrecht kann ich wirklich auch noch erklären. Das machen wir vielleicht mal im Extra-Vortrag. Aber das waren jetzt alles Informationsfreiheitsanfragen, alle gestellt über das Portal Frag den Staat. Okay. Oh nein, als erstes kommt eine Ausnahme. Als erstes, ich hatte mal Bundestagspolitiker gefragt, ob sie mich mal eine kleine Anfrage stellen. Und das haben sie gemacht. Das waren die Anke Domscheit-Berg und die Petra Sitte. Und ich wollte wissen, warum denn jetzt bei Elster es bloß eine Lösung gibt, die auf dem Rechner des Steuerzahlers rumarbeiten. Und die Antwort war, ja, die Daten müssen schon auf dem Rechner des Steuerzahlers auf Konsistenz geprüft werden. Und da habe ich jetzt logisch überlegt, wenn die auf dem Rechner des Steuerzahlers schon geprüft werden müssen, das heißt doch dann, wenn sie an dem Server ankommen, werden sie nicht geprüft oder was? Weil ansonsten könnte man ja die Prüfung auf dem Steuerzahlerrechner weglassen oder optional machen. Wenn das tatsächlich so sein sollte, dass die Daten am Server nicht geprüft werden, das wäre eine große Katastrophe. Da müsste eigentlich gleich der Datenschutzbeauftragte dahin stiefeln und den Stecker ziehen. Weil das ist ja irgendwie Lektion 1 im Internetkurs, dass man Daten aus dem Internet nicht ungeprüft übernimmt. Also der Server von Elster muss immer prüfen, ob die Daten konsistent sind und darf sich nicht aufhängen oder irgendwelchen Unfug machen. Und wenn das so ist, dann kann man die Prüfung auf dem Steuerzahlerrechner doch optional machen oder weglassen. Okay. Also Anfragen. Anfragen ans Bundesministerium der Finanzen. Da fragt jemand nach sämtlichen Spezifikationen und Dokumentationen, die notwendig sind, um freie Software für die elektronische Abgabe der Steuererklärung zu programmieren. Und zwar ohne auf proprietäre Komponenten wie dieses ERIC zurückgreifen zu müssen. Und das Finanzministerium lehnt das ab, mit Verweis darauf, dass Elster beim
Bayerischen Landesamt für Steuern entwickelt wird. Und das ist ja irgendwie, das ist nett, weil Bayern ist eins von den beiden letzten Bundesländern, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Das Land davor, was davor keins hatte, war Sachsen. Und aber so ganz toll ist wohl, dass ist es eigentlich ein Transparenz- oder Informationsfreiheitsgesetz in Sachsen? Transparenzgesetz, ja. Wurde eben auch schon viel kritisiert, dass es nicht so sehr kräftig ist, wie es sein könnte. Gut, nochmal Bundesministerium für Finanzen. Liste aller Dokumente, die Elster Formular und Elster Online betreffen. Da hat das Ministerium einfach nicht geantwortet und der Fragesteller hat nicht weiter nachgehakt. Hier kommt eine Anfrage an das Fraunhofer-Institut für Sicherheit irgendwas in München, glaube ich. Und zwar hat Elster auf seiner Seite ja immer so eine Logos für Zertifikate. Und da wollte jetzt mal jemand wissen, na, kann man denn vielleicht mal den Prüfbericht sehen, der zu diesem Zertifikat geführt hat. Und die Frau Professor Eckert, Leiterin des Instituts, die fällt aus allen Wolken und weiß gar nicht, dass dieses Logo bei Elster auf der Seite prangt. Und das Elster-Portal selber antwortet nicht. Sehr interessant. Das ist aber schon eine Weile her, die haben inzwischen die Zertifikate geändert. Also das ist jetzt hier alles noch ein bisschen alt. Dann prangt dann noch ein Zertifikat vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Hier. Oh, kann man nicht markieren. ISO 27001. Gut, Anfrage wird abgelehnt, die angefragten Daten sind vertraulich und auch die Vermittlung vom Datenschutzbeauftragten führt nicht weiter. Barrierefreiheit, damit hat Elster auch geworben, sagt das Bundesfinanzministerium, wir haben hier ein Dokumentenarchiv, das heißt Domea, und irgendwie können Sie da nicht das Richtige suchen, weil Sie können irgendwie nach Barrierefreiheit suchen, da werden Sie mit davon überschüttet und kombinierte Suche mit Barrierefreiheit in Elster, das geht anscheinend nicht. Und deswegen können Sie das leider nicht beantworten. Gut. Mal eine Frage an das Finanzministerium Sachsen-Anhalt. Zur Frage, ob denn tatsächlich mit diesem Elster Kosten gespart werden, wie das behauptet wird. Und auch da hat das Ministerium einfach nicht geantwortet und wurde anscheinend auch nicht weiterverfolgt. Hier nochmal Anfrage, ob denn es Berichte gibt, ob dieses Elster DSGVO-konform umgesetzt wurde, auch einfach nicht beantwortet. Was haben wir hier nochmal? Ah, genau, die Frage nach den Datensätzen. Auch wieder Dokumentensystem problematisch. Jetzt gehen wir mal nach Schleswig-Holstein. ULD ist das unabhängige Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein. Das ist dort der Landesdatenschutzbeauftragte. Und zwar hatte dieses ULD auch ein Siegel vergeben. Und da ist natürlich auch die Frage, ob es dazu das vollständige Gutachten mal zu sehen gibt. Das wird auch wieder abgelehnt, weil ja das in Bayern liegt und die da ein Betriebsgeheimnis haben. Und das Gütesiegel war da auch schon 7 Jahre abgelaufen bei Stellung der Anfrage. Okay, Anfrage an Rechnungshof. Stimmt das denn nun mit der Kosteneinsparung? Der Bundesrechnungshof sagt, sie haben dazu gar nichts festgestellt. Das ist interessant, weil der Bundesrechnungshof selber die Digitalisierung des Steuervollzugs gefordert hatte, um Kosten zu sparen. Haben sie aber noch nicht geprüft. Ja, wird vielleicht noch. Also die Pflicht zur Teilnahme an Elster besteht ja erst seit 20 Jahren. Gut, kann man ja noch machen. Dann nochmal eine Anfrage, ob man denn vielleicht mal dieses Entwickler-Toolkit bekommen kann. Anfrage ans Bundesfinanzministerium. Die Informationen sind dort nicht vorhanden und man darf aber gerne beim Bayerischen Landesamt für Steuern nachfragen. Und jetzt haben sich die Zertifikate nochmal erneuert auf der Webseite und da gibt es also ein neueres Zertifikat zur JavaScript-Sicherheit vom AISEC. Hat auch das Institut wieder nicht geantwortet. Datenschutzfolgenabschätzung, Anfrage an das Bundesfinanzministerium.
Aha, wurde keine erstellt. Na gut. Jetzt, das ist auch sehr interessant. Als Elster neu war, es gab ja dann massig Klagen dagegen. Das war sogar mal eine Anfrage, die ich selber gestellt habe. Ich wollte dann mal mit so einem Kläger ins Gespräch kommen, wollte mal wissen, was hat ihn denn getrieben und wie ist es denn, was war denn in der Verhandlung so? Das Problem ist, wenn man irgendwo Urteile recherchiert, kriegt man immer das fertige Urteil und man hat keine Möglichkeit, sich mit den Leuten mal zu unterhalten. Das finde ich sehr schade. Ich habe also mal eine Informationsfreiheitsanfrage an das Finanzgericht gestellt, wo dieser Fall verhandelt wurde und da haben sie nicht reagiert. Da habe ich nochmal nachgefragt, haben sie noch nicht reagiert. Den Beauftragten für Informationsfreiheit angeschrieben, auch nicht reagiert, auf Nachfrage auch nicht. Habe ich eine Unhältigkeitsklage erhoben und da passierte dann auf einmal was und die fielen aus allen Wolken. Was? Hier gehen E-Mails ein, das ist ja noch nie passiert. Und das war ganz komisch, weil auf Fragen den Staat war, irgendwie ein paar Monate vorher war schon eine Anfrage, die sie beantwortet haben. Also gut. Ich konnte aber nachweisen, fragt den Staat, der liefert einem da auch so einen Nachweis, dass der Mailserver das entgegengenommen hat. Und da konnte ich das nachweisen, dass das dort angekommen ist. Und dann haben sie noch geschrieben, eigentlich haben sie gar keinen Auskunftsanspruch wegen anderer Gesetze und so, aber dann hatte der Kläger schon eingewilligt. Da war er schon schneller. Und dann haben sie mir das also verraten, wie der heißt. Dann hatte ich mit dem schon mal ein bisschen geschrieben. Okay, dann nochmal eine Anfrage nach dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz. Können wir den jetzt mal sehen? Nee, der liegt auch nur in Bayern rum. Also wir sind verpflichtet, nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz unsere Steuererklärung zu übermitteln. Und aber dieser amtlich vorgeschriebene Datensatz ist ganz großes Staatsgeheimnis. Da steht im Gesetz ja nicht drin, dass man den auch verraten muss. Also gut, und aber jetzt kommt das Allerlustigste, die letzten Anfragen seit 2023 gibt es die Formulare einfach nicht mehr. Also da, wo man zur elektronischen Übermittlung vermittelt ist, verpflichtet ist, da gibt es ja immer noch für die Härtefälle die Papierformulare. Die gibt's. Ja, die kriegt man nicht mehr. Und habe ich also mal IFG-Anfragen gestellt an verschiedene Finanzämter und dann hieß es ja, sie kriegen das nicht, weil sie ja verpflichtet sind zur elektronischen Abgabe. Der Datenschutzbeauftragte sieht das auch so. Und dann habe ich mein Bundesfinanzministerium mal gefragt, da habe ich sie gekriegt. Da habe ich mir gedacht, die Bürokratie ist am Ende. Wenn sie keine Formulare mehr rausgibt, oder? Dann kann die Bürokratie doch einpacken. Okay, Ausblick. Ich muss ja jetzt auch zum Ende kommen. Das mit dem Elsterzwang, das greift immer mehr um sich. Man kann ganz schnell da heute reingeraten, wenn man zu viele Photovoltaikanlagen auf sein Dach packt und die auch noch einspeisen lassen will, muss man schon eine Firma gründen und ist dann schon in dem Elsterzwang drin. Und auch auf andere Ämter greift es über. Zum Beispiel das Statistikamt schickt regelmäßig an Selbstständige Online-Fragebögen, die auch nur mit JavaScript funktionieren. Oder eben beim Zensus, das hatten wir auch ganz aktuell, gibt es auch irgend so eine Lösung, wo man dann auch noch Cloudflare mit beteiligen muss an dem Ganzen, in der Datenübertragung. So, allerletzte Folie. Wie sähe für mich das ideale Steuererklärungssystem aus, wenn ich mal Wünsche äußern dürfte? Also meiner Meinung nach könnte man das ganz kurz machen, man könnte das Gesetz reinschreiben. Das Amt wird verpflichtet, eine elektronische Schnittstelle bereitzustellen für die Übermittlung und dann ist das freiwillig in der Benutzung. Und wenn es gut gemacht ist, benutzen das da auch die Leute. Was also jetzt aktuell passiert ist, es gibt halt die Leute, die verpflichtet sind und das trotzdem auf Papier abgeben und dann gibt es einen großen Papierkrieg. Dann geht das hin und her. Sie müssen, ja, ich kann aber nicht, aber Sie müssen trotzdem. Und hier ist noch Verspätungszuschlag und dann Widerspruch dagegen und Widerspruch abgelehnt, kommt nochmal ein dicker Stapel Papier. Und das bei jeder Steuererklärung. Also der Papierberg, der da pro Steuererklärung sich auftürmt, ist viel höher als das, was sie da hätten einsparen können. Gut, also wäre schön, wenn sie diesen amtlich vorgeschriebenen Datensatz mal verraten täten. Und dass eine öffentlich bekannte Schnittstelle wäre, die sinnvoll strukturiert ist und gut dokumentiert und vielleicht auch einigermaßen stabil.
Vielleicht kriegen Sie mal HTML-Formulare ohne JavaScript hin oder man könnte auch PDF-Formulare machen oder sogar vielleicht ein Tabellendokument, was man ausfüllt, wo dann auch vielleicht Sachen ausgerechnet werden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Eine Programmierschnittstelle mit XML, JSON wäre nett. Und als Notfall, ich weiß gar nicht, warum haben die Finanzämter eigentlich keine Texterkennung oder vielleicht haben sie das auch, dass man das auf Papier abgeben kann, dass das nicht viel Arbeit macht. Und als allerletztes wäre noch eine Datenschutzfolgenabschätzung nett. Und alles, was ich jetzt hier geschrieben habe, eigentlich müssten sie da auch schon selber drauf kommen, weil es gibt ja immer so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Man muss ja immer schauen beim Gesetz erlassen, ob man die Grundrechte auch nicht übermaß einschränkt. Und dann würde man eigentlich wahrscheinlich auch auf das kommen, was ich hier als Forderung aufgeschrieben habe. Ich habe fertig. Vielen Dank. Es gibt noch Zeit für Fragen, wenn ihr welche habt. Ich sehe schon die Hände hochgehen. Ja, ich habe zwei Fragen und eine kleine Empfehlung, würde ich sagen. Die erste Frage ist, hast du dir das JavaScript mal angesehen, was mein Elster, okay, es hätte mich mal interessiert, ob das irgendwie menschenlesbar ist oder ob das irgendwie so aufbereitet wurde durch irgendein Script, dass es halt nicht ordentlich lesbar wäre. Okay. Habe ich nicht probiert. Also, aber wenn sich da jemand meldet, würde ich gerne mir mal vielleicht mir jemand anschauen, ja. Auch weil du meintest, wegen Lokalisierung, da fiel mir zuerst ein, naja, wie sieht's denn mit dem Tor-Browser aus? Würde dieses ganze JavaScript-Zeug auch im Tor-Browser gescheit laufen? Gute Frage. Lass mal probieren. Okay. Hab ich noch nicht. Und meine Empfehlung wäre generell so, was staatliches Zeug anbetrifft, das mache ich auch bei der Ausweis-App. Ich benutze für sowas halt Cubes und lege da halt einen Cube für an, um das halt nutzen zu können. Und, das schlagen die selber auch vor. Ich habe mir nur gedacht, wieso muss ich Aufwand betreiben, wenn die Datenschutzgrundverordnung nicht einhalten? Dass ich eine extra virtuelle Maschine aufmache, um da oder sogar einen eigenen Rechner vorhalte, um da die Steuererklärung zu machen. Okay, aber Cubes wird jetzt nicht explizit dafür genannt. Wir haben nur allgemein. Okay, allgemein. Man kann einen anderen Rechner nehmen oder virtuelle Maschine, da steht ja jedem frei. Achso, wurde schon versucht, die Datenschutzfolgeabschätzung vielleicht mal durch den BFDI zu erzwingen? Also es gibt ja einen recht engagierten Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, der ja schon die Möglichkeit hat, bei den Behörden etwas Druck zu machen. Ja, genau. Korrektur, ich glaube, du denkst an den alten Bundesbeauftragten, es gibt jetzt eine neue. Das wäre ja eine Möglichkeit für die neuen Datenschutzbeauftragten, sich mal zu beweisen. Folgende Überlegung dazu. Wir haben ein Recht drauf, dass sie das machen und das kann auch durchgesetzt werden innerhalb einer Frist von 3 Monaten oder so. Das Problem ist, dann haben wir sie noch nicht. Und ich habe das beim Zensus schon mal ausprobiert. Da haben wir dann nach so einer Datenschutzfolgenabschätzung gefragt und dann ist ein ganz großes, nee, das können wir Ihnen nicht zeigen. Oh, da kann ja jeder sehen, was wir gemacht haben. Und da geht ja alles kaputt. Oh. Hm? Wir haben schon geklagt, ja, das geht ganz schön ins Geld. Und deswegen, also ich habe gerade keine Kapazitäten mehr frei. Nur mal zur Abschätzung. Bei so einer Informationsfreiheitsauskunftsklage gibt es nicht so einen richtigen Wert, um den man streitet. Und deswegen sagt das Gericht, wir machen hier so einen fiktiven Wert. Das heißt, Ausfall, Rückfall. Ah, das Wort schon wieder vergessen. Also es gibt so einen allgemeinen fiktiven Streitwert, der ist 5.000 Euro und daran bemessen sich dann die Gerichtskosten, sind 500 Euro. Wenn das Amt besonders unfähig ist, habe ich schon erlebt, irgendwie ein Amt mit vielen Juristen in der juristischen Abteilung, die alle nicht Verwaltungsrecht können, die nehmen sich dann einen externen Anwalt, den bezahlt man dann auch noch mit. Da kommen dann nochmal 700, 800 Euro drauf, wenn man das verliert. Das soll uns nicht abhalten davon, wenn ihr ja alle total sagt, das ist cool, das machen wir mal, dann machen wir das mal, dann sammeln wir mal Geld und dann geht das. Okay? Genau, bevor wir klagen, haben wir eventuell noch weitere Fragen?
Ich habe, als ich das formuliert habe, ist mir nicht aufgefallen, dass das ein Reim ist. Sorry. Keine weiteren Handzeichen mehr? Hast du dir schon mal andere Plattformen irgendwie vom Bund für solche Sachen wie angeguckt, die, wo auch die Leute dazu quasi gezwungen sind, um staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen? Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, aus dem Alter raus, wo ich sowas wie BAföG oder sowas beantrage, aber ich glaube auch irgendwie dieser Corona, zu Corona-Zeiten gab es auch mal so eine Hilfe für Studenten, wo es dann diese Nachricht gab, von wegen, da wollen sie jetzt damit die EID irgendwie durchkriegen, weil das dadurch gemacht werden musste und sowas. Hast du dir so einen Kram schon mal angeguckt? Ich verfolge das auf Frag den Staat und da war auch jemand sehr engagiert und hat Fragen dazu gestellt und hat da auch irgendwas rausgekriegt. Ich weiß gar nicht, ob der den Source-Code selbst zu dieser App rausgekriegt hat, aber hatte den Eindruck, der ist da recht weit gekommen. Ansonsten, ich war jetzt vom Zensus betroffen und da ist auch so ähnlich. Soll man auch in irgendwelche elektronischen Formulare was eintippen und da war natürlich der Superspaß, dass man dann erstmal über Cloudflare geleitet wird. Und ja. Das also, haben wir sogar vor Gericht schon ausgefochten und da, als ich dem Richter gesagt habe, naja, von wegen Cloudflare erfährt er nicht viel, na, erfährt zum Beispiel schon die Browsergröße, ne, die Browserfenstergröße. Hat ein bisschen geschmunzelt, habe ich erklärt, naja, anhand der Browserfenstergröße kann man schon den Benutzer ziemlich gut einschränken und wiedererkennen. Ja, okay. Also zu dieser Unterstützung, wo man die EID nutzen sollte, es gab auch eine andere Möglichkeit. Aber ja, sie haben die natürlich in dem Zusammenhang beworben. Ich hatte noch irgendeine Frage, vielleicht fällt sie mir nochmal ein. Oh ja, bitte, noch eine Frage. Worum ging es denn? Während du überlegst, haben wir noch jemanden anderen? Also keinen Druck, aber... ja. Ist vielleicht jetzt für Informatiker keine ernstzunehmende Frage, aber ist dem Amt nicht aufgefallen, dass sie dieses System nach einem räuberischen Vogel benennen? Ich habe letztens die Erklärung gehört, dass Beamte vielleicht auch manchmal so einen versteckten Humor haben und den dann an so einen Stellen rauslassen. Und vielleicht hat es der Rest der Runde nicht gemerkt und dann ist das durchgerutscht. Ich weiß es nicht. Aber ich finde ihn sehr passend, ja, in jeder Hinsicht. Ich finde es gut, ist ehrlich. Ich meine, das ist vielleicht auch, man kennt das ja eher so aus dem Militär, dass dann irgendwie ganz viele Sachen wie benannt werden, so wie Büffel oder Marder, ja, oder Leopard und sowas. Ne? Ja. Das stimmt. Also vielleicht könnte man daraus einen ganzen Zoo von Bundeswehr haben, die alle nach irgendwelchen Raubvögeln benannt sind. Jetzt kommt die Frage. Ja, wenn man irgendwie sich mit Steuer professionell beschäftigt, meinetwegen Lohnsteuerhilfeverein oder so ist, dann nutzen die ja irgendwie ihre eigenen Programme. Mhm. Hast du da einen Überblick, wie die mit den Steuerbehörden kommunizieren? Die müssen ja auch dann diese Firmen müssen ja auch irgendwie Informationen dazu haben, wie sie kommunizieren. Ja, genau. Darauf wird man ja auch häufig verwiesen. Es gibt ja so eine große Softwarevielfalt von Wieso und von Taxman oder ich. Ja, aber es gibt keine Vielfalt. Alle diese Programme müssen Eric verwenden. Das ist die eine Bibliothek, die sie alle verwenden müssen. Ja, und die ist vernagelt, da darf man nicht reingucken. Du hattest auf einen der ersten Folien irgendwas von elektronische Fernübertragung geschrieben. Ne? Mhm. Ist das Fax, zählt das dazu? Bitte? Datenfernübertragung. Datenfernübertragung, zählt da das Fax dazu? Akzeptieren die das? Ich kann noch mal kurz was dazu erzählen. Es kann sein, dass das noch nicht immer drin stand und es gab Leute, die berechtigte Idee hatten, da wenn es nur um die elektronische Datenübertragung geht und darum, dass es keine Übertragungsfehler geht, wäre es ja vielleicht auch ausreichend, dass man einen Speicherstift oder eine CD oder eine Flashkarte dorthin schickt und die lesen das ein. Wäre ja auch gegangen. Das haben wohl einige gemacht und seitdem steht wahrscheinlich im Gesetz drin, ihr müsst das jetzt übertragen. Ob jetzt Fax mit ein- oder ausgeschlossen ist, ich müsste lügen, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das nicht mit gemeint ist. Wahrscheinlich scheitert das dann an dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz. Ich könnte mir vorstellen, dass Daten irgendwo mal ganz tief im Gesetz als digital definiert ist in irgendeiner Form. Könnte man auch sagen, Fax ist digital. Das ist ja immer die Frage mit dem Juristendeutsch. Ne? Du musst halt die Definition von dem Wort finden. Und die ist halt eventuell sehr viel woanders.
Ein Fax wird heute ja auch digital übertragen, wird ja auch übers Internet meistens. Ja. Ich wollte fragen, was du meintest mit zugenagelt, weil kann man nicht theoretisch einfach in diese DLL reingucken und gucken, was dort im Source Code drin steht? Na, den Source Code kriegst du ja nicht. Ja, kannst aber den Assembly Code. Den Maschinen Code kannst du lesen, na klar, ja. Gab's vorhin einen Workshop, wie man die 11 Dateien, wie die aufgebaut sind. Aber es ging hier um eine DLL. Genau, wir machen hier keine Rechtsberatung, aber ich glaube, es ist ja auch im Urheberrecht explizit ein Carve-out drin, man darf Programmdateien dekompilieren für Kompatibilitätsforschung und sowas, also für Reverse Engineering, um kompatible Sachen dazu zu bauen. Ja. Das sollte nach meiner nicht laienjuristischen Einschätzung davon abgedeckt sein. Also wer eventuell dann im nächsten Jahr was berichten möchte, ist eingeladen. Ja, aber wir sollten den jungen Herrn vielleicht gleich warnen. Also, weil wenn man dann irgendwas entdeckt, eine Sicherheitslücke, dann ist besser nicht drüber zu sprechen, weil also, das wäre Hacking-Paragraph. Und wenn du eine Sicherheitslücke dann melden willst, gibt es da so einen Verein mit 3C im Namen, der eventuell eine Vermittlung herstellt. Also nicht einfach in die Welt posaunen, das ist gefährlich. Ja. Wir haben noch etwa 4 Minuten Zeit, wenn ihr noch weitere Fragen machen wollt. Ja. Ich habe es mir gerade auf die Schnelle angeschaut, das JavaScript ist teilweise minified. Es sind teilweise fertige Bibliotheken, die dann noch nachgeladen werden. Mhm. Aber es sind auf jeden Fall einige Methodennamen in dem richtigen Code vom Elster selbst noch lesbar. Also zumindest so grob nachvollziehbar sollte es sein. Okay. Ich bin davor bisher immer zurückgeschreckt, weil ich mir gedacht habe, das ist irgendwie so vergängliches Wissen. Heute sehe ich dieses JavaScript und morgen das nächste. Da man sich ja sogar mit Namen anmeldet, die könnten sogar benutzerspezifisch JavaScript ausliefern, ne? Bei den harten Fällen macht man da vielleicht noch ein bisschen Spezialcode. So, ihr habt immer noch Chance für Fragen. Da ich jetzt aber keine Hand mehr hochgehen sehe, würde ich mal sagen, belassen wir es dabei. Vielen Dank, Henning.